Übergang zu Part 3 mit SWR 3. 886, 886. Ach nee, das ist am Montag. Ich bring euch durcheinander. Ich sing ein Lied für euch. Singst du Lidl? Ja, Lidl. Der lohnt sich, hab ich gehört. Ein Lidl lohnt sich immer. Ja, ich hab gehört, dass die Leiter. Ja. Das mal ein bisschen leiser machen. Ja. Clementa, ups. Das war ein bisschen feucht. Muss jetzt nicht sein. Feucht? Feucht ist eigentlich nur ein. Feuchtraumbeseitigungsmuschel. Panzer. Mhm. Panzer, wo fahren wir denn jetzt hin? Zu den Monaconesen. In die Gassen der Munnes. Monegassen. Alter, jetzt wird's eskalieren. Es eskaliert, ey! Ich befürchtete es. Der Part geht eine halbe Stunde und 5 Minuten davon sind rennen. Oh mein Gott, das kann nichts werden. Überlänge, oder? Überlänge. Das kann nichts werden. Oh mein Gott, das wird richtig böse jetzt. Ein Prosit! Oh, wo starte ich? Ah, ich bin Sechster. Echt jetzt? Mein Teamkollege, der Wichser, startet natürlich auf der 1. Nachdem er sofort 20. war. Hallo! Das Mikrofon-Action. Kaliert eh! Kalibriert eh! Ich eskaliere gar nicht. Ich mach gar nichts. Ich fahr einfach nur auf der Stelle. Wir werden so rausfliegen, ne? Erste Kurve überlebt! Ja, da kommen wir, Opa. Und das 5-mal. Ja, bang. 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 Bangity bang. Bang, 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 bangity bang. Hier ohne Strafe, ohne Unfall, Schaden und. Ist ein Wunder. Gibt es im. Heute nicht. In Monaco ist recht nicht. Wunder gibt's in Monaco niemals. Heute oder morgen knall ich in die Wand. Alter, wir sind erstaunlich weit ohne. Oh. Bang. Never mind. That shit. Und Alonso gekickt. Ich warte nur auf die Strafe. Ja. Und auf deinen jetzt. Ey, ich bin in meinem Vettel. Vettel. Und never mind. Heute oder. Oh, Raskas zum ersten Mal. Und los. Ja. Alter, sehe ich das gerade richtig? Monaco die erste Runde ohne Strafe und ohne Unfall? Das ist ja, das ist neu. Und Sante Vogt überlebt zum zweiten Mal. Machen wir so. Alter, ich hol dir noch die Meisterschaft, weil ich dauernd vor Vettel bin. Wie war der eigentlich 4 Rennen lang Erster? Du weißt es nicht, du warst ja immer in irgendwelchen Strafen verwickelt. Ah, da geht schon wieder los mit dir. Mann, ich kann das doch nicht 5 Runden lang überleben! Und das war Strafe. Nee? Das ist ein Wunder. Das ist offiziell das Wunder. Von Bern? Nee, das war gar nicht. Der große das Preis, Wunder von Monaco! Der große Preis der Schweiz fehlt noch so ein bisschen. Heute oder Bang. Und du machst Bang oder Verwarnung abkürzen. Du sammelst jetzt für alles Verwarnung, ne? Uff. Viel mehr als Abkürzen und Unfall gibt's nicht, oder? Was willst du noch für eine Strafe haben, Mann? Was heißt ich? Schunkeln. Aber es ist dann schon Unfall. Ich kann mich nicht bewegen! Vorsicht, mein Fädel! Noch keine Strafe! Das haben wir wieder geschickt eingefädelt. Ich glaube, ich habe noch keine Strafe. Alter, die Resta ist vor mir. Die Resta-Rampe ist vor dir. Ich geh kacken, Alter. Resta-Rampe. No. Ja, der erste Monaco. Ist okay. Ja, du brauchst ja auch mal eine Chance zum Überholen. Ja, dass du überhaupt noch fahren, ist ein Wunder. Schön durch die Löws, die langsamste Kurve der Formel 1. Ich glaube, ich habe den Vettel gerade wieder abgeschossen. Ja, hast du beim letzten Mal auch gesagt, ich trau dir nicht mehr.
Was denn? Er ist Vierter geworden. Ich trau dir nicht mehr. Was willst du noch für, was hast du noch für Wünsche, ey? Bist du irgendwo hängt? Er hat sich gerade gefühlt gedreht. Das reicht mir nicht. Hier hinter mir ist kein Mensch. Oh, das hat er vielleicht nicht vor. Dir ist aber die Resterrampe. Ja, ich weiß. Also hinter mir sich Vettel. Mann, ich darf nicht auf Chat gucken, ich bin süchtig nach dem Chat. Süchtig? Ja, es züchtet mich. Züchtigung. Alter, dritte Runde, wir fahren noch. Das ist unglaublich, vor allem ich. Ja, das gab's beim letzten Mal nicht so. Ja, wollte gerade sagen, beim letzten Mal. Da habe ich, glaube ich, Punkt, Ende dritte Runde hier in Santa Rosa die Karre absolut in die Wand gesetzt. Nein, bitte nicht, bitte nicht, nein. Aber du hast im letzten keine Strafe gekriegt, heißt du bist jetzt wieder rennen- und strafentechnisch gleich. Mann, ich habe mir aber so viel Mühe gegeben, Mann. Das habe ich nicht verdient. In Runde 4, Mann. Ja, Vettel schnellste Runde. Was ist der feste einmal, ne? Das Wunder. Fahre ich die schnellste Runde auf dieser Fickstrecke, weißt du? Und dann nimmt der Vettel mir alles weg. So viel zum Thema Belohnung, ey. Ich krieg nix hier. Fahr Monaco zu Ende mit einer Strafe, fliege ich auf Platz 800. Alter, es sind nur noch 8 zum Rennen, ne? Das heißt, du 4 raus. Ja, mathematisch gesehen bist du vorne mit dabei, muss man dir lassen. Immerhin, oder? Wenigstens etwas kann ich. Nicht viel. Aber wenn ich was kann, dann richtig. Ja. Ja, immer das so. Heute oder morgen. Mann, Alter, ich wäre Sechster geworden, das wären Punkte gewesen, das ist super. Nein. Gibt es einen Spenden-Sound irgendwie für einen 100er oder so? So 100. Oh! Nein, das hat mich abgelenkt! Göttlich, Crockett! Der Panda-Bär hat mich so abgelenkt, dass ich das jetzt wegwerfe! Der Panda schenkt mir den Crockett. Ja, fällt mir nicht so gut. Guten Abend, meine lieben Rennsportfreunde! Ja, danke schön, mit der Panda-Bär! Okay. Hab die Dinge, das Ding ja nur fast nicht auf. Wo ist meine Strafe für Abkürzen? Herzlich willkommen bei 2 Strafen, eine Strecke mit ihrem Pulverus. Ich scheiß auf sie. Das ist eigentlich ein geiles Thema. Gadi. Schikane. Hafen Schikane. Ab das zum ist echt kacke, weil ich bin immer noch Sechster. Ich hätte so verdient. Hauptsache hier abkürzen, wenn ich über die Curbs fahre. Aber als ich wirklich abgekürzt bin, war es egal. Schwimmbad. Das macht keinen Sinn. Raskas. Oder Hülkenberg. Und da macht der Papa das Wunder perfekt. Das Wunder von Monaco. Wahnsinn. Wahnsinn, Herr Rosberg. Wahnsinn. Monaco fährt. Ich würde jetzt sagen, das ist auch ein Monat, dass ich Sechster bin, aber never mind. Panda! Der Sieg war für dich und für den Crockett und für das Theme und für alles. Und für den David natürlich. Der Moment, wo du Sechster in Monaco wirst und das Spiel und sagt. Nein. Nope. Ich hasse mein Leben, Alter. Ich hasse mein Leben. Ein Prosit in Monaco! Vettel hat eine Strafe kassiert! Sei mal glücklich! Die beiden anderen klicken mir ziemlich am Arsch. Und Punkte! Dankeschön! Hallo, wilder Panda-Bär, Galapagos, Dankeschön! Weltklasse unter Crockett. Welt. Ich bin 13. Mal nicht 12. Hey. Schau mal, wie viele rausgeflogen sind. Alle. Schön wär's. Sorry. Joe Master 3000, ich musste so. Das Sigma und Monaco, das glaubt mir kein Mensch. Das glaubt ja auch kein Mensch, ey. Rosberg holt schon wieder. Das ist unfassbar, ey. Damit bist du bei 105 Punkten.
Nee, Schmarrn. 109 Punkten. Oha. Oha, der Hamilton holt mal Punkte, dass ich das mal erleben darf, ey. Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Da Alonso! Was für ein Bastard, ey. Hat er jetzt mehr Punkte als ich? Okay, das ist nicht fair. Das heißt schon was. Der Sebastian holt wieder nicht so viel. Göttlich der Crockett in Monaco. Paul Di Resta. Di Resta-Rampe-Man. Der Resta-Rampe-Mann. Vor allem, der hat auch Strafe kassiert. Krass. Der Nico. Gut, die wären mir dann auch noch so ein bisschen am Sack gegangen. Hülkenberg. Holt 8 Punkte. Der Suti 6. Und zuletzt wird's da Jens. In unserem Dorf gibt's eine neue Brauerei. Würde Wolf gerne 1 bis 3 Flaschen schicken. Ja. Ja. Der ist da gerne ohne mal, aber. Jan Calavera! Wir singen Jan Calavera! Da ist er! Ja, aber man wüsste, wo die Maus ist, wa? Ja. Schon wieder. Und Torbeschule. Und nein, 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 nein. Jawohl! Nein, nein, ja, nein. Peppi, Wolf sammelt die Strafpunkte und Kevin macht die richtigen Punkte. So laufe ich mir das. Kevin, vorbei. Ja, das ist nicht okay, Peppi. Auch wenn er gerade das Schunkeln unterbrochen hat. Sieg in Monaco. Er glaubt, er will der Panda, er ist Psoffa. Psoffa? Er ist Psoffa, weil er denkt, das ist schon wieder Obgnummer. Der Kevin hat aber Obgnummer, Zurgnummer und das Gewicht gehalten.